Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Passiert es bei euch auch, dass sich bei eurem Handy die Apps aufhängen und ja, dass sich die Android-Apps nicht mehr richtig starten lassen und dann, wie gesagt, plötzlich abstürzen? Dann zeige ich euch in diesem Video, woran es liegt und wie ihr die Probleme lösen könnt. So gehen wir erstmal die erste Ursache durch und wie man diese lösen kann. Dafür gehen wir oben in die Einstellung rein und hier auf das Zahnrad. Und ja, es kann daran liegen, dass ihr gegebenenfalls ja euer System nicht aktuell geupdatet habt, das heißt eure Android-Version. Und das überprüft einmal. Dafür geht ihr also hier auf System. Dann geht ihr ja etwas hier in den erweiterten Bereich rein, nach unten. Und dann habt ihr hier System-Updates und dann ja, könnt ihr hier draufdrücken und dann würde das System geupdatet werden, wenn es nicht aktualisiert ist. Bei mir ist es hier auf Android 9 aktualisiert. Das ist für mein ja, Telefon die neueste Version. Also hier ist erstmal soweit alles in Ordnung. So, dann gehen wir das nächste Problem mal an. Und zwar kann es an den Arbeitsspeicher liegen. Ja, ganz wichtig, nicht an den Gerätespeicher. Wir gehen jetzt erstmal den Arbeitsspeicher durch. Arbeitsspeicher, ja, wird verwendet, wenn Programme im Hintergrund laufen und irgendwann ist dieser vielleicht dann mal zu sehr belastet, dass sich neue Programme nicht mehr richtig öffnen lassen und somit muss man diesen Arbeitsspeicher dann eben, ja, resetten oder löschen. Dafür geht man hier auf Apps und Benachrichtigungen. Dann ja, geht man hier auf alle Apps anzeigen. Da sehe ich zum Beispiel, dass hier diese 309 MB Arbeitsspeicher ja gerade frisst von meinem Handy sozusagen oder den Arbeitsspeicher um ein solches belastet. Und ja, da klicke ich die App einfach an und dann kann ich hier auf Beenden erzwingen gehen, sage dann okay und somit ist die App jetzt komplett beendet und ja, knabbert nichts mehr von meinem Arbeitsspeicher ab. So, last but not least, es kann natürlich auch der Gerätespeicher sein, dass der einfach zu voll ist und dass das System dann nicht mehr richtig arbeiten kann. Und das gehen wir jetzt auch einmal durch, wie ihr das feststellen könnt. Dazu geht ihr auch wieder die Einstellung rein. Dann geht ihr hier etwas nach unten. Dann findet ihr hier die Option Speicher. Da geht ihr drauf. Und hier wird euch angezeigt, wie viel Gerätespeicher ihr noch frei habt. Bei mir ist das noch ausreichend, aber umso weiter das hier rüber geht, ja, und wenn das vielleicht manchmal irgendwann auch rot angezeigt wird, dann wird es schon kritisch und dann arbeitet das Handy mitunter nicht mehr richtig. Ja, dann könnt ihr hier auch diesen Speicher anklicken und dann öffnet sich hier die Möglichkeit, dass man den Speicher an dieser Stelle auch freigeben kann. Ansonsten kann man natürlich auch mal gucken, man hat wahrscheinlich dann jede Menge Videos oder auch Bilder drauf, die man löschen kann. Und wenn ihr dann den Speicher wieder freigibt, dann arbeitet das System auch wieder vernünftig. Ja, das sind so die Ursachen, die dafür in Frage kommen, warum eure Apps abstürzen. Probiert es mal aus. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer gerne mag, kann mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch beide Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.